Ich bin Thomas Philipp Reiter und ich spreche gleich hier in Brüssel mit Walter Georg Grupp, Steueranwalt, über die Frage, ob nicht nur Steuerhinterziehung, sondern auch Steuerverschwendung bestraft werden sollte. Und ich bin Thomas Philipp Reiter. Bei mir zu Gast in unserem Studio im Europäischen Parlament in Brüssel ist heute Walter Georg Grupp. Walter Grupp ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, um genau zu sein. Die Bundeswehr hat ihn erst nach Ulm und dann nach Winnipeg in Kanada gebracht, das Studium der Rechtswissenschaften nach Heidelberg und Montpellier. Es folgte eine Ausbildung bei der Weltbank in Washington D.C. und bei der EU-Kommission in Luxemburg. Seit 1987 ist Walter Grupp nun niedergelassener Anwalt in Brüssel. Er ist der Vertrauensanwalt der Deutschen Botschaft hier, ebenso wie Anwalt bei der Vertretung der EU-Kommission am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Herzlich willkommen, Herr Grupp. Sie sind heute unser Gast nicht so sehr wegen Ihrer anwaltlichen Tätigkeit, sondern wir haben Sie vor allem in Ihrer Eigenschaft als Generalsekretär des Europäischen Mittelstandsverbandes, CEA, PME, und als Leiter des Büros der Taxpayers Association of Europe, TAE, hier in Brüssel eingeladen. Herr Grupp, Taxpayer, das sind Steuerzahler. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man ja jetzt sagen, bei der EU geht es im Wesentlichen um Steuerumverteilung, Steuererhebung, vielleicht Steuerverschwendung. Brauchen die Steuerzahler nicht eigentlich eine bessere Lobby gegenüber der Politik, insbesondere der EU-Politik? Ja, zweifellos. Wir wissen ja, die Transparenz, an der mangelt es in Europa und in Brüssel. Wir wollen wissen, wo unsere teuer verdienten Gelder und damit Steuern hingehen. Wenn wir überlegen, dass die in Portugal, in Spanien oder in Süditalien landen, Gegenden, die eigentlich blühen, die wir aus unserer Urlaubszeit als völlig in Ordnung ansehen, dann dürfen wir uns doch fragen, was da soll, und wollen genau wissen, was da geschieht. Und das ist im Moment sicher nicht der Fall. Jetzt laufen Sie hier durch Brüssel und stellen ja diese Fragen. Was bekommen Sie denn für Antworten aus der Politik? Nun, wir bekommen hier einen Rechnungshofbericht, wo ja Rechnung gelegt wird, und können alle deutlich nachlesen, was nicht funktioniert. Aber Kenntnis davon wird kaum genommen. Und viel Echo, auch bei der Öffentlichkeit und den Medien, findet ein solcher Bericht überhaupt nicht. Obwohl es hier nicht nur um einige Milliarden, sondern weit über 100 Milliarden jährlich an Steuergeldern geht. Wo sehen Sie da die größten Ausgabelöcher? Nun, laut dem Rechnungshofbericht haben wir natürlich im Forschung- und Entwicklungsbereich verschiedene Projekte, die versanden. Wir haben natürlich im regionalen Strukturfondsbereich viele Projekte, wo die EU-Kommission korrekt auch wieder zurückverlangt, wenn sie Betrugsfälle aufdeckt. Dennoch werden solche Mängel zu wenig nachhaltig verfolgt. Man müsste hier viel, viel stärker und nachhaltiger vor Ort sein. Und da fehlen natürlich der EU-Kommission die Mittel, die personellen, das wissen wir. Aber dazu sind wir da, da Vorschläge zu unterbreiten. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Wanderzirkus zwischen Brüssel, Straßburg und teilweise Luxemburg? Das ist ein niemandem mehr vermittelbarer Ausgabenposten, der einfach hohn ist und für den Steuerzahler nicht mehr hinnehmbar ist. Haben Sie was getan oder was haben Sie getan, um genau diesen Wanderzirkus zu unterbinden? Das wäre ja mal was Konkretes. Mit allen Mitgliedsländern und Abgeordneten darüber gesprochen und scheitern natürlich an der Vertragssituation, die einfach die Mitgliedsländer verpflichtet, als Status quo so weiterzumachen. Aber da müsste man also der Vernunft so langsam zum Durchbruch verhelfen. Und Frankreich müsste da nachgeben. Sie haben ja gute Beziehungen nach Frankreich. Wir haben sehr gute Beziehungen nach Frankreich. Wir haben überall ganz starke Verbände, auch in Frankreich als Europaverband. Und werden an diesem Problem selbstverständlich weitermachen, und zwar nicht aufgeben. Das ist aber ein dickes Brett, das noch zu bohren ist. Dem Europäischen Parlament fehlt ja bislang noch eines, um ein echtes Parlament zu sein, nämlich so eine Art Haushaltshoheit. Dadurch sind nicht wenige Abgeordnete der Idee verfallen, nicht mehr nur die aus den Mitgliedstaaten überwiesenen Steuergelder auszugeben, sondern eigene
EU-Steuern zu erheben? Wir sind natürlich strikt gegen jede neue Steuer. Allerdings wird eine EU-Steuer zur Transparenz beitragen können, denn welches Geld kommt rein und wie geht dieses Geld wieder hinaus, für welche Zwecke der Europäischen Union. Allerdings gibt es da eine Bedingung. Dann muss als Konsequenz die Mehrwertsteuer zum Beispiel reduziert werden. Wir kennen ja den Fall, die deutsche U-Boot-Flotte im Ersten Weltkrieg, die wurde mit der Sektsteuer finanziert. Dazu hat man die erfunden. Die U-Boote gibt es nicht mehr, aber die Sektsteuer gibt es nach wie vor. Ja, wann ist das letzte Mal die Mehrwertsteuer gesenkt worden? Gab es das überhaupt jemals? Es gab einen einzigen Fall in der Geschichte in Frankreich, den auch kaum jemand zur Kenntnis genommen hat, weil es um so wenig Geld ging. Alles andere führte zu Erhöhungen. Jede neue Steuer wurde nicht mehr abgeschafft, sondern wurde eher noch erhöht. Jetzt aber an Sie die Frage ganz konkret als EU-Steuerexperten. Wird eine solche EU-Steuer kommen, ja oder nein? Unter der Bedingung, dass eben dann eine Rückerstattung der bisherigen Finanzierungsmittel erfolgt, wird von unserer Seite kein Widerstand kommen. Aber das ist die Vorfrage und die Bedingung. Und da werden sich natürlich noch ganz viele andere Diskussionen dann ergeben, denn da gibt es viel zu viele Gegner. Wie können sich denn die Steuerzahler gegen Steuerverschwendung auf EU-Ebene überhaupt wehren? Das bleibt schon seit Jahrzehnten Diskussionspunkt. Sie wissen, wenn wir in Deutschland von Steuerhinterziehung Tatbestände sprechen, dann wissen wir, was die Folgen sind. Wir werden ja schon bestraft, wenn wir unsere Steuererklärungen nur einige wenige Tage zu spät abgeben. Hier auf Brüssel-Ebene gibt es keinen Steuerverschwendungstatbestand. Der volkswirtschaftliche Schaden, wenn einer 1 Million Steuer hinterzieht, ist mindestens genauso groß, wie wenn einer hier Steuer verschwendet. Daher muss selbstverständlich die Steuerverschwendung genauso geahndet werden wie die Steuerhinterziehung. Und das ist im Moment nicht der Fall, weil wir keinen europäischen Staatsanwalt haben. Keinen Ankläger und so kein Kläger, so kein Richter. Gibt es denn politische Kräfte, die Sie dabei unterstützen? Gibt es politische... Die EU-Kommission hat selbstverständlich schon lange darüber nachgedacht und hat auch dazu Vorschläge unterbreitet. Aber die Mühlen mahlen so langsam, dass auch hier bereits ein Schaden für den Steuerzahler eingetreten ist. Absichtlich oder ist das Kalkül? Oder liegt das am System? Wir wollen niemanden hier angreifen oder beleidigen. Der Wille ist womöglich da, aber er wird auf keinen Fall in der Form verfolgt, wie wir es wollen und wie es jeder Bürger eigentlich auch sehen muss. Belgien gilt als Hochsteuerland. Länder wie Luxemburg oder Irland schließen mit größeren Unternehmen eigene Steuerabkommen, echte Deals. Geben Sie als Experte uns Sparbuchbesitzern doch mal einen exklusiven Steuerspartipp. Welches sind die verbliebenen Steueroasen in Europa für Otto-Normalverbraucher, also Leute wie mich? Ja, nun, ich meine, abgesehen von Deutschland hat ja so manches Mitgliedstaat immer noch seine eigene Steueroase im Land. Ob das jetzt Andorra ist oder ob das Liechtenstein ist oder ob das die Antillen sind für Holland. Aber ich empfehle eigentlich eher den Sparstrumpf, wenn wir eh keine Zinsen bekommen, oder das Ausgeben für ein köstliches Mahl. In Brüssel fällt das ja relativ einfach. Ich glaube, das ist die beste Investition. Natürlich, wenn Sie Kinder haben, dann finanzieren Sie eine ordentliche Ausbildung. Ich glaube, für die Zukunft wird das die richtige Entscheidung sein. Also investieren sozusagen in den Generationenvertrag? In den Generationenvertrag oder in das leibliche Wohl. Oder Immobilien? Es sind natürlich hier, speziell in Brüssel, ganz viele Leute zu Wohlstand gekommen. Das war aber vor 30 Jahren, vor 20 Jahren. Und heute hat sich das in der Zwischenzeit rumgesprochen, auch bei den EU-Beamten, dass die tollen Gebäude alles Antiquitäten sind.
Ist denn Belgien für Sie als Fachanwalt für Steuerrecht nicht eigentlich ein Eldorado? Steuersparmodelle, Leute, die viel Geld verdienen, irgendwo parken müssen? Es ist jedes Mitgliedsland für einen aus einem anderen Land kommenden Steueranwalt ein Eldorado, weil zwischen den Grenzen wird man kaum ausgebildet in den Herkunftsländern. Und dieses Wissen, das kann auch viele Grupps wie mich sagen wir, zu Wohlstand verhelfen, wenn sie so wollen. Denn hier ist ein ganz, ganz starker Bedarf, der völlig verkannt wird von den Universitäten. Hier müsste man viel mehr Beratungs- und Ausbildungsleistungen anbieten, damit hier man überhaupt nachkommt. Ja. Wer sind Ihre Mandanten? Sind das Deutsche, die hier in Belgien leben oder EU-Beamte? Oder es sind Deutsche, die einige Jahre hier leben und dann wieder zurückkehren. Es gibt aber auch viele Deutsche, dadurch, dass die EU-Kommission hier ist, die in Deutschland ein Haus geerbt haben und hier ein zweites Haus gebaut haben. Und damit haben sie schon im Erbfall ein für Außenstehende fast unlösbares Problem. Wo zahlt man die Steuern? Wer zahlt dann die Steuer? Und so ist es auch, wenn zwei Leute sich treffen und eine Belgierin einen Deutschen heiratet. Und so setzt sich das fort für fast alle Steuergebiete. Ob das dann Zinsen sind, die in Deutschland angelegt sind oder in Frankreich. Das sind Fragen, die in Europa mehr denn je auf der Tagesordnung stehen und wofür immer noch keine Ausbildung vorgesehen ist. Herzlichen Dank, Herr Grupp, dass Sie mein Gast waren. In der nächsten Folge von Thomas Philipp Reiter erwartet Sie wieder ein interessanter Gast, der uns wieder einen exklusiven Einblick in das Raumschiff Europa hier in Brüssel gewährt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diskutieren Sie mit. Ihre Meinung interessiert uns. Jetzt hier.